Der Fantasy Cup in der Superliga ist am Start und ich werde heute Flunkiefer verwenden. Hoffentlich mahnt mich Poki AK nicht ab. Kleiner Spaß am Rande. Nämlich vermutlich mit einer Knuddler. Eisenschädel-Knuddler. Ich werde noch eine andere Fee im Team haben. Doch PvPoke empfiehlt Knuddler und macht vielleicht mehr Sinn, weil Stahl wäre sowieso auch gegen Stahl nicht sehr effektiv. Gegen andere Stahl-Pokémon schauen wir mal. Nämlich mit folgendem Team. Azumarill, Doppelflu. Flunkiefer und, Moment mal, Flun. Flunsch, Doppelflun sogar. Flunkiefer und Flunschlick in der Galar-Variante. Und, yo. Da, das wagen wir. Ich werde vermutlich immer in Flunkiefer dann reingehen. Steigerungshieb und... Mal schauen, mit der Feuer-Sofort-Attacke. Libeldra in Shiny. Okay. Spannend. Spannend, spannend. Dagegen sollte ich vermutlich hart gewinnen. So. Ich will nur nicht, dass er abfängt. Das wäre ungeschmeidig. Das wäre wirklich uncool. Erdkräfte. Boah. Erdkräfte tat schon mal weh. Und das war noch nicht mal die Krypto-Variante. Apropos Krypto-Variante von Flunkiefer. Da wäre die Krypto-Variante vermutlich stärker. Würde ein paar mehr Matchups gewinnen. Und im Fantasy Cup, da sind übrigens nur Typ Fee, Typ Stahl und Typ Drache erlaubt. Aber es muss nur einer von den Typen am Start sein. Und so, wir schilden hier mal. Wir schilden hier mal Erdkräfte. Wichtig und richtig. Und nun hauen wir ab. Hauen wir hier mal ab. Oh, stimmt, mir fällt gerade auf. Ich bin relativ schwach gegen gegnerische Azumarill. Na, vielleicht war das nicht so. Hydropumpe? Wieso spielt man hier Hydropumpe? Hier spielt man Eisstrahl-Knuddler. Wieso spielt man denn hier Hydropumpe? Das finde ich nicht nett. Okay, und ich finde mein Team gerade uncool, weil ich wirklich ultra schwach gegen Azumarill bin. Nein, ich glaube, das sollte ich nicht machen. So, na gut. Die Führung so hart gewonnen und dann einfach verloren, weil... Ja. Eben weil. Hydropumpe Knuddler. Okay. Dann werde ich hier, glaube ich, verlieren, oder? Die Blubber, ich meine, ich habe es schon gesagt, aber die Blubber... Die tun wirklich weh mittlerweile. Nun schilde ich auch Knuddler, dass er ordentlich Energie spart. Jo, Knuddler nicht sehr effektiv. Schilden wir hier und ich steigere mich und schauen wir mal, ob ich da runterfarmen kann, bevor eine Hydropumpe ankommt. Vermutlich nicht, aber ich habe noch ein volles Pokémon vor mir, von daher kann ich mir hier keine anderen Dinge erlauben. Gut. Und dann drücken wir hier mal. Jo, das war schon ohne Spesen nichts gewesen. Wird hier mit Hydropumpe gespielt. Kann ich anstelle von Galar Flunschlick vielleicht doch ein anderes Stahl-Pokémon... Wow! Die Hydropumpe stillen und ich hätte vielleicht gewonnen. Kann ich anstelle von Galar Flunschlick vielleicht doch ein anderes Stahl-Pokémon reinnehmen? Keine Ahnung. Oh, und Panzeron erinnert mich an das Team von Caleb Peng. Wirklich früher, vor Jahren, als die Go-Kampfliga rauskam. Und Meganie, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Meganie, Tengolist, Panzeron. Na, und ein Flunkiefer hat dieses Team vernichtet. AAA, schwach gegen Feuer. Oder schwach gegen Flunkiefer oder schwach gegen Feuer, schwach gegen, ja, genau. Und da habe ich als PvP-Noob, Neuling, wirklich so viele Gratis-Siege erhalten. Einfach weil... So. Einfach weil ich ab und an Flunkiefer drin hatte. Und dann alle vernichtet habe. Na, schade.
Ich dachte, ich fange hier mal ab. Na und wenn hier noch jemand Hydropumpe hat, dann werde ich aber mein Team ändern. Wieso habt ihr alle Hydropumpe? Real Talk. Hä, wieso? Aber wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, wenn da so viele Pokémon doppelt schwach gegen Eis unterwegs sind. Das hätte ich ja mal echt nicht gedacht. Nervig, irgendwie nervig. Hätte ich nicht erwartet. Alle spielen Hydropumpe. Nur nicht Chilling. Der hat... keine Ahnung. Der hat einen Zwilling. Oder einen Drilling. Oder Schaufler. Bitte schaff nicht noch eine. Mit dem fetten Blubberschaden. Okay, perfekt. Hoffentlich nur Drachenklaue oder irgendwie sowas in der Art. Nein, nochmal Schaufler. Autsch. Nun habe ich Flunkkiefer fürs Ende. Na und? Haben wir ein Pokémon? Kommt hier ein Pokémon rein. Flunkkiefer. Dein eigenes Flunkkiefer. Okay. Das sollte vorbei sein. Für mich leider in Krypto sogar. In Krypto? Mypto? Na schade. Noch aufgehoben. Aber ich werde mich hier steigern. Ich werde mich hier steigern. Und dann einfach auf den Sofortattackendruck gehen. Ich hoffe, dass mich in der Zwischenzeit die Blubber nicht schon vernichten. Aber das werden sie vermutlich. Eieieiei. Nein, okay, den Cup habe ich nicht verstanden. Da baue ich mal ein eigenes Team und habe den Cup nicht verstanden. Hydropumpe Eisstrahl. Na klar, dass ich da nicht bei Knuddler abfangen kann dann. Na, alle Attacken, nur nicht die, die ich... Ja, okay, ich ändere mein Team. Das ist ja völliger Quatsch. Wir brauchen auf jeden Fall andere Pokémon, nicht die. Gebt mir eine Sekunde. Oh, Magnetilo. Yo, das werden wir verwenden. Damit resistieren wir auch Eisstrahl und Knuddler. Und haben sehr effektive Attacken gegen Azumarill. Nun bin ich vermutlich viel schwächer gegen, keine Ahnung, andere Geschichten. Doch, das machen wir so. Na und? Spielen wir hier die Führung mal aus. Also Azumarill ist schon sehr dominant in dem Cup. Und er baut auch mal auf die Hydropumpe auf. Sogar noch weiter. Wenn ich nochmal so eines mit Eisstrahl und Hydropumpe habe, wäre ja perfekt. Dann gewinne ich dieses Matchup hammerhart. Und das haben wir offenbar auch. Na, Magneton. Mit meinem Magnetilo habe ich wohl nun auch so ein Teil angelockt. Okay, direkt Stromstoß und ich bin weg. Ladungsstoß, okay. Und nun bitte runterfarmen. Nicht mit einem KP. Okay, ich dachte echt, mit einem KP würdest du noch überleben. Da habe ich Glück gehabt. Magneton einfach. Und Galaflunschlick. Feine Sache, feine Sache. Da kann man schon was machen. Vor allem mit dem Flunschlick. Wieso ist er nicht mit der Azumarill reingekommen? Vielleicht will er hier runterfarmen. Aber nicht mit mir. Da kommt fetter Schaden reingepfeffert. Und dann kann ich mit Magnetilo gegen Azumarill kämpfen. Und das hat garantiert wieder Hydropumpe. Weil es eben nicht drin geblieben ist. Und ich mache noch eine Sofortattacke. Werde hier... ja, ich werde schon schilden. Ich werde schon schilden. Den Steinhagel, dankeschön. Der war wichtig und richtig. Und nun Abfahrt. Oh, das könnte schon die Hydropumpe dann sein. Ich hoffe Knuddler. Aber ich glaube, er hat Knuddler nicht. Oh, er hat Knuddler und ging raus. Uff. Habe ich mich verlesen oder stand da gerade nicht sehr effektiv? Ich bin kaputt? Magnetilo? Du bist kaputt? Von Knuddler nicht sehr effektiv? Von dem Defensiven? Wow, er ködert mit Eisstrahl und dennoch... Autsch. Effektivitäten. So wichtig, Leute. Effektivitäten so wichtig. Lernt bitte alle davon. Die müsst ihr wirklich lernen, weil dann werdet ihr dennoch besiegt. Von nicht sehr Effektivitäten. Okay.
Der hat noch ordentlich Energie. Wegen Köderschmöder, aber durch Blubberschmubber. Wieso rede ich so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sollten wir hier dennoch locker flockig vom Hocker gewinnen können. Steinhagel, ich glaube, er ködert gar nicht. Er hat nur eine Attacke. Und na weg mit dir. Flunkiefer war genial. Na, gegen beide Pokémon hinten drin. Ja, sorry für so ein lahmes Team. Doch, don't hate the player, hate the cup. Wie man so schön sagt. Muss man nun mal spielen. Genau. Nein, vermutlich nicht. Doch, ein Elektro-Stahl-Pokémon verliert gegen Azumarill, wie man gesehen hat. Einfach Knuddler-Eisstrahl und ich bin weg. Wild, 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 wild. XL. Komplett gepusht. Wirklich wild. Tentantel. Feine Antwort. Muss ich schon sagen. Feine Antwort. In Flunkiefer will ich nicht reingehen, weil da kommt dann vermutlich die heftig deftige Bestrafung. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass hier so viele Leute Flunkiefer spielen. Ich dachte, ich packe hier... Oh. Okay. Ich dachte, ich packe hier so ein heftiges Pokémon aus, welches niemand kennt. Aber anscheinend nicht. Doch alle spielen die Krypto-Variante, die man auch spielen sollte. Dann werde ich noch nicht drücken, sondern nun. Abfangen kann er sowieso nicht, also kann er schon, doch hier mache ich sowieso den Eisstrahl dann. Okay, keine Abschwächung. Brandsand. Ich habe echt keine Ahnung. Erdkräfte, Brandsand, Drachenklaue, ich glaube sogar Steinkante. Und gab es nicht auch irgendeine Community-Day-Attacke? Drei. Oh, wieso timen die schon alle? Wirklich, ich fühle mich manchmal so, dass ich bei keine Ahnung welchen Punkten bin. Und die Leute timen und timen. So, da war die Sofortattacke. Dann mal weg mit dir. Gegen beide Typen effektiv. Oder hast du noch ein Schild? Ich hoffe nicht. So, und nun Feuer. Feuer gegen beide Typen effektiv. Möchte man gar nicht meinen bei dem Schaden. Wir schilden dennoch. Sicher ist sicher, würde ich mal behaupten. Uff, Donner. Jo. Da bin ich schon froh, dass ich das geschildert habe. Das war schon heftig. Donner, Donner, Donner. Nein, über die Hydropumpen bei Azumarill bin ich schon überrascht gewesen. Na, so viele davon, aber geht in Ordnung. Flunkiefer stabil. Nur beim dritten Pokémon bin ich mir unsicher. Elektrostahl wäre schon cool. Mit einem starken Elektrostahl-Pokémon. Nicht mit einem, welches so oft kaputt geht. Ich meine, in dem Kampf, da habe ich... Ich weiß nicht, wie konnte der Gegner nicht schilden. Was macht eigentlich mehr Schaden? Magnetbombe oder die Elektroattacke, die ich da habe? Weil beide wären in dem Fall neutral gewesen. Beide same type Attacker Bonus. Okay. Wunderbar und wunderschön. Ich mache wieder eine Sofortattacke. Machen wir wieder. Und dann hauen wir ab. Okay. Okay, okay, okay. Rein da. Wird das schilden oder nicht? Ich glaube, in dem Fall würde das nicht besiegen, oder? Okay, er schildert aber. Ne, gut. Dann bekommen wir mal den Schild. Und nun blubbern wir runter oder so. Vermutlich. Oh, obwohl. Boah. Ich glaube, den Blubberschaden. Den muss man den wieder runterschrauben. Uff. Säurespeier. Echt wilde Attacken in dem Cup. Wirklich, wirklich wilde Attacken in diesem Cup hier. Hätte ich nicht so erwartet. Und nun macht der Schlagbohrer auch schon bisschen Schaden. Bitte warte noch, ich kann nämlich noch nicht rausgehen. Ich kann noch nicht rausgehen. Nein, er wartet nicht, weil er schlau ist. Okay, schade. Dann machen wir die Attacke. Und hauen dann ab. Bitte noch ein Pokémon schwach gegen Feuer hinten drin, weil Tentantel vorne, Cavalanzos hinten. Oh, wirklich? Dreifach schwach gegen Feuer. Und leider in dem Fall hat er effektive, nicht effektive, sondern neutrale Attacken gegen mich, die auch schon Schaden verursachen. Doch dieses Panzeron, Tengulist und
Na, was noch? Megania-Team. Da waren alle Attacken nicht sehr effektiv. Aber dreifach schwach gegen Feuer kann man schon mal machen. Das kann man schon mal wirklich bringen. So. Das kann man echt schon mal bringen. Wieso nicht? Dann einfach hoffen. Bitte keine Feuerattacke, weil Tortunator wurde ja auch richtig gehypt. Da sind schon Pokémon mit Feuerattacken auf jeden Fall am Start. Also bitte gebt mir Tentantelführungen. Denn die gewinne ich offenbar. Tentantelführungen gehen klar für mich. Sowas von. Doppelkonter hat der hinten drin, wenn man es so nimmt. Und dreifach Stahl. Das ist eine Qual. Und wir bekommen... perfekt für diesen Cup. Ein Merrill. Taucht momentan auch sehr häufig in der Wildnis auf. Na gut, mit dem Trio also, seit ich mein Team umgestellt habe, dann nur gewonnen. Am Anfang, das war eher Quatsch. Mit Galaflunschlick. So schwach darf man nicht gegen Azumarill sein in dem Cup. Denke ich mal. Ja, man braucht noch mehr Konter dagegen. Was hätten wir? Bam, badi, bam. Keine Ahnung, fällt mir gerade gar nicht ein oder auf. Maxax, perfekt. Perfekt, perfekt. Da bin ich hinten drin relativ schwach dagegen. Weiß ich nicht. Unbedingt. Weiß ich wirklich nicht unbedingt. Bitte kann ich zur Cola. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Eine Schlammbad. Boah, hätte ich mich davor schon steigern sollen. Ich meine, Steigerungshieb hätte keinen Schaden verursacht. Einfach nur, dass ich mehr eine Schaden verursache. Ich glaube, das wäre Quatsch. Galas Mokmok. Das ist schon nervig. Das ist schon wirklich nervig. Vielleicht eher Magnetilo, keine Ahnung. Oh, er schildert. Er schildert. Na gut. Ich werde nicht schilden. Ich gönne den Switch, dann verliere ich hammerhart, aber egal. Wow, wieso lebe ich noch? Bitte nicht leben. Bitte nicht leben und ihm noch gratis Attacken geben. Auf keinen Fall. Das war nicht schön. Das war aber mal wirklich nicht schön. So hätte das nicht sein sollen. Wieder schauen. Und reingehauen. Ein Pokémon vernichtet mein komplettes Team. Moment mal. Moment mal. Das ergibt gerade null Sinn. Finde ich. Irgendwie so. Schade. Der Schild war schade. Das ergibt wirklich null Sinn, oder? Oder täuscht mich das? Der trollt mich. Der trollt mich. Der trollt mich garantiert. Denkt ihr nicht auch, dass er mich trollt? Komm schon, Maxax hat null Defensive. Das muss besiegen. Weil Magnetilo wäre schon im Gelben nach so einer Attacke. Yo, perfekt. Und? Vulnona. Gut. Ich schild die Meteorologen, oder? Aber ich glaube, auch wenn ich doppelt Meteorologe schilde, sollte ich hier hoffentlich gewinnen, nehme ich mal an. Was meint ihr? Na, wird schon knapp. Ich glaube, wenn er komplett ködert, weil vor allem er timet auch die Attacken gut, wenn er komplett ködert, kann ich noch verlieren. Und wir warten noch, wir warten und wir warten noch immer, weil wir warten. Nur die Harten kommen in den Garten und wir warten. Meteorologe. Wie viel Energie hat er währenddessen schon gefarmt? Okay. Wieder schauen und... reingehauen. Ich glaube, mit dem Teil wird man hier nicht glücklich. Eventuell eher mit Charm. Mit Charm gegen Azumarill, aber ich glaube, mit Alola Vulnona wird man in dem Cup nicht so ganz happy. So viel Stahl. Und dann auch noch Flunkiefer, andere Feuerattacken. Gut. Gut, gut, gut. Flunkiefer war mal wieder in Ordnung, oder? Naja, doch gar nicht. Galas Mokmok. Den würde ich auch verwenden, wenn ich eines für die Superliga hätte.
Das scheint hier wirklich nicht schlecht zu sein. Schlammbad und Hitzekoller. In anderen Cups spielt man vielleicht eher mit Knirscher oder Wirbler. Irgendeine Unlichtattacke auf jeden Fall. So, bleiben wir mal drin. Genau, denn wir haben offenbar wieder die Hydropumpen, Leute. Hier muss ich aber leider schilden. Das ist echt uncool. Eigentlich verliere ich dieses Matchup. Ah, hätte ich Fokusstoß schilden müssen. Ach, du meine Güte, nein, das ist eigentlich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Er wird noch eine Attacke erreichen, nämlich ultra knapp, ja. Ach nö. Ach nö. Komm schon, überleb eine Attacke. Ich kann nicht doppelt schilden, was soll denn das? Dann kommt der Zumeril rein und ich kann mit der Energie nichts machen. Oh. Ach du meine Güte. Okay. Gegner holt sich den Schildvorteil. Und ich hole mir gar nichts. Das war nicht schön. Na und eigentlich, also er will ja den Switch. Ich kann ihm den nicht schenken, oder? Das wäre doof, wenn ich ihm den schenke, wenn ich davor schon geschildert habe. Das wäre doof. Ich tippe auf Hydropumpe. Und deshalb ist er hier nicht drin geblieben, oder? Oder hat er ABB und er ist aus diesem Grund nicht drin geblieben? Er hat Knuddler. Ey, what? Ich musste nur Galaflunschlick aus dem Team nehmen. Dann sind die Hydropumpen Azumarill verschwunden. Das war der Trick. Das war der Trick. Okay. Und abgefangen. Knallgelber Bereich gleich. Nein, komm schon, nicht gelb. Bitte nicht gelb. Nicht gelber Bereich. Ja, knapp. Gut. Wieso genau wollte er da den Switch? Das war's. Ich hätte einfach mit Magnetilo reinkommen müssen und dann hätte ich gewonnen. Aber sowas kann ich ja nicht wissen. Also bitte nicht immer an die Teams denken oder sowas haben die Leute. Denn dann verliert ihr, wenn ihr sowas macht. Bitte überhaupt nicht überlegen, was könnt ihr noch haben? Wie machen wir das oder so? Ja, das wäre nicht gut. Das wäre wirklich nicht gut, wenn man sich da was überlegt. Weil wenn man überlegt, okay, der hat vorne Tentantel, beide Typen schwach gegen Feuer. Ah, okay, Cavalanzos kam rein. Und dann ABA vielleicht? Nein. AAA, schwach gegen Feuer. Bitte nicht so viel überlegen mit den Teams. Dankeschön. Yo, okay. Was mache ich dann gegen Registeel? Da habe ich keine wirkliche Antwort. Überhaupt keine. Aber gegen dieses Ding habe ich eigentlich zwei Antworten. Ich weiß nicht, ob ich da drin bleiben sollte. Sollte ich da drin bleiben? Oder nicht? Ich drücke nun blind und obwohl... Dann hätte er gegen die anderen... Ja! Der wird ja wohl nicht Flammenwurf hier einsetzen, oder? Und Antikkraft, ich bin weg. Antikkraft und ich bin einfach weg. Leider beide Attacken nicht sehr effektiv. Antikkraft von dem Nicht-Gestein-Pokémon. Wie crazy. Okay, das ist schon wirklich wild. Das ist schon wirklich, 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 ich habe keine Ahnung von den Attacken, wirklich, wirklich wild. So, eine können wir noch machen. Antikkraft von einem Nicht-Gestein-Pokémon und Magnetilo. Brutal. Wirklich, wirklich brutal. Okay, welche Sofortattacke? Na, die Feuerattacke. Gut. Wundert mich aber echt, dass so viele mit Flunkiefer spielen. Das wundert mich wirklich. Ich dachte wirklich, ich bringe euch hier Flunkiefer im Video, dass ihr mal ein Pokémon seht, welches hier nicht jeder spielt. Aber ich habe keine Ahnung von dem Cup.
keine Ahnung von diesem Cup. Ich meine, schön die Attacke abgefangen, Antikkraft, aber das hätte man nicht tun sollen. Und da war Tortunator. Und nun wisst ihr, was man gegen Tortunator macht, wenn man ultra schwach dagegen ist. Man verliert einfach. Weil die Einäschern, die sind schon okay. Eventuell Magnetilo nach vorne nehmen? Das könnte man wagen. Magnetilo nach vorne. Dann gewinnt ihr so gut wie jede Führung. Aber wirklich so gut wie jede. Alles klärchen. So. Na und? Bitte, ich muss mal diese Person treffen, wieder mit Eisstrahl-Hydropumpe. Wie alle davor. Gönn. Gönn nun mal aber so richtig. Nein. Galaflohnschläg ist verschwunden. Und die Hydropumpen sind verschwunden. Und er hat nicht die Krypto-Variante. Also wird er die Attacke vermutlich überleben. Nein, Flunkiefer ist überhaupt kein Geheimtipp. Hier spielen alle Flunkiefer. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Soll ich noch warten? Nein, eigentlich bin ich im Vorteil. Eigentlich bin ich im Vorteil, weil ich die Attacke abgefangen habe. So. Eisenschädel tut echt mehr weh, als ich gedacht hätte. Ich drücke mit schlechtem Timing, aber ich werde dann schon auf 100 Energie. Wir machen die schwächere Attacke. Vielleicht bekomme ich noch einen Blubber rein. Perfekt. Und, oh, ich habe, Moment, habe ich abgefangen? Nein, ich habe nicht abgefangen. Gleichstand gewinnen. Er drückt nicht. Er wird vermutlich nun auch nicht mehr drücken. Bitte schilde nicht, bitte schilde nicht. Okay. Das hat mir nun weitergeholfen. Gib mir die Hydropumpe. Booyah. Oh, wirklich? Okay. Überraschenderweise viele mit Hydropumpe. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und nun bitte Tentantel hinten oder... Ne, keine Ahnung. Wogegen ich gewinnen könnte. Oh, einen Schild hätte ich noch benötigt. Drei, vier, fünf. Und Erdbeben. Der Gleichstand mit Erdbeben. Yo, bitte geh auf Steinhagel, bitte ködere. Ich habe keinen Schild mehr, aber bitte geh auf Steinhagel. Komm schon. Und wir haben Erdbeben. So, habe ich hier Energie? Nö, ich habe keine Energie. Ah, Steinhagel, weg. Weg mit mir, weg mit dir. Na gut, vielleicht die Hydropumpe wegen all der Stahl-Pokémon. Aber viele Stahl-Pokémon? Lucario. Knuddler neutral, Tentantel, Eisstrahl neutral. Viele Stahl-Pokémon benötigen gar keine Hydropumpe. Oder gegen viele Stahl-Pokémon benötigt man nicht unbedingt die Hydropumpe. Magnetilo. Eisstrahl reicht. Auch wenn es nicht so effektiv ist. So. Das geht schon in Ordnung. Also Flunkiefer definitiv kein Geheimtipp, will ich euch nur sagen. Und Magnetilo vorne wäre doch nicht so stabil. Das Spiel hat mich nämlich gehört. Die haben mich gehört, wie ich Dingenskirchen nach vorne nehmen wollte. Na und? Haben gesagt, nein. Nein, nein, nicht mit mir. Ein Schild bekommen, sehr gut. Und hier machen wir mal Geschichten. Da machen wir mal ein paar Geschichten. Mal schauen, wie viel Schaden ich erhalten werde. Okay. Ich werde... So. Dass Lucario dann nicht mehr viel farmen kann. Da sollte nur noch ein Konter reinkommen. Denke ich mal... Oh nein, ach komm schon. Das war so nicht geplant. Aber immerhin, von mir ist auch noch eine Sofortattacke angekommen. Aber ich habe keine Energie mehr.
Und dein Spukball, der hat schon gedrückt, wie wir davor gesehen haben. Der Spukball hat echt schon gedrückt. Ich hoffe, den kann ich runterschlucken. Yo. Okay, das war irgendwie dieser andere Spukball. Autsch. Hilfe. Hilfe. Leute, helft mir. Also helft mir doch. Kann mir irgendjemand helfen? Ich habe keine Hydropumpe. Und der hat gerochen, dass ich keine Hydropumpe habe. Der hat es leider wirklich gerochen. Man hätte Steinkante natürlich abfangen können, aber... Ihr wisst, was passiert, wenn man Steinkante abfängt, oder? Dann geht man einfach drauf. Gut, hier habe ich... Da habe ich gerade echt lange gewartet, aber wegen Timing und so. Schilden darf ich natürlich nicht. Genau. Ah, ich glaube nicht, dass ich schilden darf. Ich meine, ich bin dann weg. Sollte klar sein. Na und... Nun schilde ich. Der Schild war wichtig. Der war echt wichtig. Und auch richtig wichtig. So. Blubber Action. Ich gehe wieder auf den Gleichstand. Das werde ich verlieren. Das werde ich leider verlieren. Das war ein Gleichstand. Und ich habe leider verloren. Chiseli, vernichtet von Bolterus. Na gut. Der Superliga Fantasy Cup. Kein gutes Team, welches ich hier gebaut habe. Ich dachte am Anfang, Flammenwurf. Das war der BM, Bad Manners. Mit einem Bolterus kann man das schon machen. Auf jeden Fall sollte man das mit einem Bolterus machen, weil das ist wirklich ein stabiles Pokémon. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen.